Ja, so, da Werner wieder. Zum nächsten Stream. Ich weiß, in letzter Zeit ist das alles ein bisschen chaotisch hier, weil irgendwie nur noch Donnerstag-Streams kommen und dann auch immer relativ spät oder so. Ich würde das gerne mal wieder zu anderen Zeiten machen, aber immerhin mal wieder Infinity heute. Und ja, eigentlich wollte ich mich gar nicht hier weiter befassen mit dem Zeug. Das habe ich nur mal so jetzt aus Reflex gemacht. Jedenfalls schaut gerne auf meinem anderen Kanal vorbei. Da gibt es immer Folgen, richtig? Nicht nur Livestreams oder so, sondern da, ja, haben wir es zu tun mit allen möglichen Projekten, die ebenso laufen. Sind ja doch immer einige. Und ich kann hier unten das zum Beispiel nehmen und da rauskratzen, damit das natürlicher aussieht, weißt du? Ich möchte ja nicht mit Cobblestone alles zubauen. Obwohl es auch ginge, aber ja, keine Ahnung. Man kann es ja so machen und dann kann ich mir auch noch die Kohle holen. Obwohl ich eigentlich auch genug hätte auf der anderen Seite. Naja. Jedenfalls würde es mich eben freuen, wenn ihr dann auf dem anderen Kanal lieber schaut als hier, denn hier gibt es jetzt auch immer die Streams. Ja, okay. Das ist eben der Content, aber für alles Weitere, jetzt wenn ich Themen anspreche oder auch eine Struktur reinbringe in die ganzen Projekte, vor allem alle Projekte auch irgendwo unterbringe, das gibt es dann eben chronologisch auf dem anderen Kanal. Ich denke mal, das ist immer die bessere Adresse, weil da wirklich eine ganz andere Strukturierung herrscht und ich die Folgen schon, also ich gebe mir schon Mühe, wie ich die aufteile, ja. Sei es jetzt, dass ich die schneide, relativ lange teilweise. Manchmal schneide ich es aber auch nicht so lang und versuche dann eher darauf zu setzen, dass ich die Aufnahmen vernünftig aufteile auf mehrere Folgen zum Beispiel. Das heißt, da ist der Schnittaufwand an sich halt im Rohschnitt sozusagen nicht so krass, aber die Aufteilung dann, was kommt in welche Folge und so weiter, das nimmt dann doch wieder was ein. Und ja, also es ist dann am Ende mal ausgeglichen, ne? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Folgen, die jetzt auch kommen werden dort und freue mich drauf, dass ich mal wieder auch ein bisschen Speicherplatz freikriege und so, geil, von meinen Festplatten. Das ist ja immer das große Ziel. Ja, und dann Infinity und so weiter muss ich nebenbei halt noch aufrechterhalten. Das ist auch immer eine Mammutaufgabe, aber da versuche ich nachzukommen. Und heute scheint es gar nicht so schlimm zu lecken, ey. Werde ich dann gleich mal in der Folge ansprechen, dass das auch immer komisch ist und widersprüchlich oder so. Aber gut, jetzt noch nicht. Ich muss jetzt irgendwie die ganze Zeit ohne Essen auskommen. Hab ich denn gar nichts? Ey, das war ein bisschen schade. Ah, hier, das kann dahin. Ich tu mal das Ei weg. Ich gehe kurz. Ne, hiermit kann ich doch ohne Essen auch mich bewegen. So. Hier, 8 Teile sind da nur drin. Hier aber 45. Okay. Das Ding ist fast voll. Das muss definitiv geleert werden. Ich würde sagen, ich gehe mal zu mir und mach das. Denn ja, das ist immer wichtig, das zu überwachen. Zuckerrohr. Wo ist denn das? Ja, langsam müssen wir auch mal überlegen, was ich dieses Jahr alles angehen will im Projekt. Oder generell in nächster Zeit. Bald ist ja 5-jähriges Jubiläum. Vielleicht kann ich ja das so als Zielpunkt nehmen, bis wohin ich noch was schaffen will. Ist jetzt noch einen Monat Zeit. Knapp. Andere Blöcke. Ja, wo ist denn jetzt Zuckerrohr? Es muss doch hier Schnee. Seeds, Map Drops, Gras. Hä? Bin ich blöd? Ich hatte doch safe dafür eine eigene Kiste. Ich gucke jetzt einfach alles durch, ey. Das reicht mir doch. Ach, Mann. Hier. Dann war es doch keine eigene. Gut. Hauptsache, es ist mal untergekommen. Koppel war, glaube ich, hier drüben. Jetzt suche ich wieder neue, weißt du, jedes Mal. So, Cleanstone. Andesit. Ja, das wäre da. Erde.
Wo ist es? Ach, alles da drüben, ne? Da hatte ich keine mehr vorne gelassen. Ja, außer die Graskiste, die hatten wir da gerade noch gesehen. In dem anderen Ding. Aber ja, gerade ist irgendwie wieder so auch ein bisschen nostalgisch, wenn ich hier bin. Das hatte ich lange nicht, das Gefühl. Dass man sich mal wieder vorkommt wie so 2019. Das hätte ich eigentlich gerne mal öfter in dem Projekt. Als ich damals meine Höhle da angefangen habe, ne, zu bauen. Und ja, hier nur diese Rotten Eggs. Ach stimmt, hier sind ja noch Raw Chicken, die können wir ja auch noch nehmen. Hab ich irgendwie übersehen. Warum auch immer. Aber ja, Federn. Rotten Egg. Ich kann das ja alles mal mitnehmen einfach. Jetzt werde ich endlich mal das essen. Na. So. Ja. Ach, was ist denn jetzt? Ach, bitte nicht. Ach, nee. Ach, da gehe ich AFK. Das tue ich mir jetzt nicht an. Die Scheiße. Ganz ehrlich. Das ist echt übler Mist so. Weil das wird jetzt wieder 2 Minuten brauchen. Bis ich wieder drauf kann. Und wer weiß, ob der Server dann noch an ist. Och, ging doch schneller. Hä? Wie geht denn das? Ach, Junge, ey. So unnötig. Wie lange das dauert, ne? Allein das Einloggen. Ich meine, es kann jetzt noch nicht daran liegen, dass der Server aus ist. So schnell geht's auch nicht. Hä? Mann, mach hin. Ich will noch was schaffen, ey. Ich will heute nicht überziehen, definitiv. Hab ich neulich erst. Gut, es waren 10 Minuten, nur mehr, aber trotzdem. Ich will heute wirklich pünktlich Schluss machen, weil ich dann auch noch aufnehmen muss und wer weiß, wie lange das wieder dauert, ey. Ich muss echt mal mich wieder kürzer fassen. Das regt mich auf, dass ich für jede Aufnahme so lange brauche oder dass das so unvorhersehbar ist. Ne, manchmal hänge ich da irgendwie eine halbe Stunde rum, 35 Minuten hatte ich jetzt öfter wieder. Und dann denke ich mir hinterher, Alter, für 10 Minuten muss man doch nicht 35 Minuten aufnehmen. Ja, das ist absolut übertrieben. Was soll denn das hinführen? Irgendwann nehme ich 2 Stunden auf für 10 Minuten. Gut, machen manche YouTuber eh immer. Keine Frage, aber das kann ich mir nicht leisten hier jeden Tag. Wenn man mal ausrechnet, jeden Tag soll ein Video kommen und da soll ich so viel aufnehmen. Also, nee. Junge, was ist denn jetzt hier? Ist der Server aus? Dann sag's mir. Ganz einfach, ich guck bei der Eternus. Ja klar, der ist aus. Wollt ihr mich verarschen? Einfach so. Es war ja nicht mal irgend. Hä, wieso lädt denn jetzt die Eternus-Seite nicht? Ey, lad neu. Mach irgendwas. So jetzt. Ach ja klar, da ich gelte noch als online oder was. Komm, neu starten. Ey, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Das ist doch Wahnsinn. Da fliegt man hier einfach runter. Ja, ich kann euch sagen, seit wann? Seit 3 Minuten. Vor 3 Minuten hat es angefangen zu lecken. So, und ich gelte weiter nur online auf dem Server, kam aber nicht mehr drauf. Was soll die Scheiße? Ja. Gut, ich hätte jetzt mich selber auch kicken können, oder? Ich guck mal bei Spieler hier. Kann man da Spieler kicken, wenn man hier über die Webseite geht? Ich sehe gerade das leider nicht, wenn die online sind. Ich muss das bei mir selber testen gleich. Der restartet ja gerade. Ich guck mal bei Server selber.
Also ja, ich mache das am Handy, übrigens nicht am PC, nicht, dass ihr euch wundert. Also am Handy ist manchmal leichter. Ja, startet noch. Der Server dauert ja länger zu starten als das Modpack. Das ist eigentlich sonst immer andersrum. Zum Beispiel Tinymon. Da. Nee, warte, Tinymon hat man das jetzt gar nicht mehr mit dem Server, aber bei TinyHexet, da ist es so. Da braucht der Client bei mir irgendwie 5 Minuten. Nee, 3 Minuten waren es ja. Und der Server nur irgendwie eine oder so. Vielleicht 1,5 Minuten. Obwohl. Auf jeden Fall geht das da übelst schnell im Vergleich. Und ja, hier, Alter. Infinity ist startet immer noch. Na. Das Modpack geht halt schön schnell zu starten. Das dauert nur irgendwie eine Dreiviertelminute. Oder nicht mal eine halbe. Ich weiß gar nicht. Naja, 40, 50 Sekunden werden es schon sein, aber geht sau schnell im Vergleich. Und ja. Aber ich muss echt mal eine Möglichkeit finden, jetzt wegen der Aufnahmen, dass ich da kürzer trete. Ja. Das regt mich auf. Ich kann nicht immer so viel Zeit da reinstecken, weil ich auch mehrere Aufnahmen an einem Tag machen will. Und dann irgendwie eine halbe Stunde oder so da rumzuhängen in diesem Wartemodus oder ich warte ja dann auch drauf, dass ich fertig werde mit der Aufnahme. Und vor allem wird es immer unkalkulierbarer, wie viel ich rausschneiden muss und das alles. Ey, ich bin jetzt schon 5 Minuten, geschlagene 5 Minuten, kann ich nicht irgendwas machen. Was soll das? Jetzt ist es neu gestartet. Gerade. Ey, absolut schlimm. Ich habe noch nicht mal gegessen. Vor allem das, normalerweise lädt das doch gar nicht. Da ist das so wie jetzt, dass das so leckt, ne? Warum hat das vorhin funktioniert, dass die Anzeige vollgegangen ist? Was soll denn der Scheiß? Dann zeig mir doch, okay, da kann ich essen. Da weiß ich sofort, es leckt. Und spiel mir nicht irgendwas vor erst. Das kotzt mich an. Aber wie? So, ich. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe noch nicht mal die Federn hier drin. Hä? Normalerweise könnte ich gar nicht in die Kiste gucken. Weißt du? Wenn das leckt. Warum konnte ich in die Kisten gucken? Das sind alles so Sachen. Hier, ich hatte gerade in der einen Kiste das Fleisch rausgenommen. Hier noch nicht mal das. Alter, schlimm. Einfach unfassbar. Ohne Witz. Das ist wirklich unfassbar und das passiert immer in den Streams. Jedes Mal. Ja, in der Folge ist es natürlich noch beschissener, weil ich da auf jeden Fall fertig werden will immer. Aber trotzdem. Ey. So, wo kommen jetzt die Federn hin? Die kann ich doch eigentlich nicht hier hinpacken. Hatte ich die hier? Ey, das ist aber auch schlimm mit unserem Zeug, gell? Gut, ich kann Schwarzeichenholz wegtun. Ich guck mal. Dark Oak, ich werf die jetzt einfach hierher. Kein Bock mehr. Ganz ehrlich. Was soll ich mich hier so unnötig anstrengen? So, das hast du mal da hoch. Das kann da alles rein. So, diese Slabs habe ich aufgesammelt. Dann war noch irgendwas. Ja, genau. Die zwei Stöcker einfach. Ach so, das. Ja, es geht auch. Erde kann weg. Auch wenn wir da vielleicht mal was gebrauchen könnten. Ich behalte mal einen Stack oder so. Ja gut, das Firefly, das war jetzt natürlich zu viel. Bisschen Kobbel kann ja auch nicht schaden, aber nicht übertreiben. Ja, Seeds kann ich noch mal droppen, genauso wie Saplings. Genau, die habe ich ja hier drin.
So. Für Federn brauche ich safe auch mal eine Kiste. Extra. Aber ich tue die erstmal hier rein. Und, ja. Hier kommen auch welche hin. Die kann ich dann nämlich für meinen Zauberstab da auf, brauchen. Wo waren jetzt die neueste Erdkiste hier? Ist auch schon wieder bald voll. Kann doch nicht wahr sein. So, Quarz. Das war ja, glaube ich, hier, genau. Da ist wenigstens noch ein bisschen Platz drin. So, Firefly ist, glaube ich, so ein Special-Ding. Ja, es kommt erstmal dahin. Halt da immer, wo Platz ist. Dann. Drei, so. Ja, die können genau da drauf. Hier haben wir das. Diorit. Bricks waren hier drin, genau. Die Blumen und die Pilze kommen hier rein. Ja, hier ist so Einzelzeug, ne? Von dem Zeug sammelt man eh immer was ein. Da kann ich mir jetzt auch nicht drauf verlassen, dass das wegbleibt. Vor allem, wie da einfach nur Sand steht und dann ist alles andere da drin. In der Kiste. Stimmt, ich habe ja auch noch eine Tür hier. Oder zwei. Und Schilder. Ja, genau. Kohle. Lapis. Stimmt, das hatte ich neulich mir genommen für Verzauberungen. Slime Ball kann mal weg. Hier oben rein. Diese Rotten Eggs, wo kommen die jetzt hin? Vielleicht hier. Ich weiß nicht, wohin damit sonst. Dann das Zeug. Vielleicht kann ich ja das da erstmal. Ah, nee. Ich tue das alles in den Loot Recycler. Wieder bei Shandy. Genau, das ist gut. Wo hatte ich das her? Hier oben aus dem Hühnerstall. So, das kann dann alles erstmal mit und weg. Ja, ist doch schon einiges dort. Tun wir mal das rein und dann. Genau. Diese Teile Rotten Eggs weg. Das kann man hier runter. Und dann ist alles erstmal einigermaßen aufgeräumt. Ja, und dann sind wir auch schon wieder beim Ende vom Stream. Ey, geil, oder? So schnell geht's, aber ja, so schnell mache ich's heute auch. Ich habe keine Lust zu überziehen. Und dann nehme ich lieber gleich auf. Ich weiß zwar nicht, was ich mache, wieder mal. Toll. Kann ich irgendwas mal nebenbei machen, ey? Das wäre doch genial. Ein Holzklotz bauen oder so. Was haben wir denn da übrig?
Sind doch noch einige, oder? Die ich machen könnte. Vielleicht Akazienholzklotz, ne? Ist halt echt eine Idee. Hier die Fichten und so, das haben wir ja fertig, mehr oder weniger. Ja, sogar komplett. Wie es aussieht. Das ist ja auch geil eigentlich, dass ich das so durchgezogen habe. Ja, nicht schlecht. Ich hätte gedacht, da gibt es noch irgendwie Bedarf. Ach ja, hier vorne eine Tür fehlt. Weißt du, alles ist da, außer das. Das gibt es eigentlich auch nicht. Gibt's hier noch eine Spruce Door? Nee. Ist hier alles da? Sieht so aus. Oh. Ja, vielleicht Savannenbiom suchen, ne? Wäre eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob ich heute so viel rumreisen will. Und ob es dann nicht doch wieder zu sehr leckt. Ja, gerade wo ich davon spreche, da geht's los. Vor allem vorhin, das war ja auch nicht normal. Nicht, dass dann sowas auch wieder eher passiert, wenn ich jetzt weit reise. Deswegen, da muss ich aufpassen. Aber ich finde hier erstmal keine weiteren Türen. Dark Oak. Ja, da muss ich halt eine aus Fichtenholz machen. Aber gut, das machen wir gleich. Ich beende jetzt erstmal die Aufnahme und wir sehen uns später. Also haut rein und tschüss.